Utopia, eine schockierende Entdeckung führt zu einer verzweifelten Flucht. Hört sich gut an, machen wir. Hart ist tot, gab uns mehr Fragen als Antworten. Aber endlich war er keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Dschekaize, bekannt als Hades. Anführer der KVA und Drahtzieher hinter den verheerenden Angriffen vor 4 Jahren. Wir sprachen mit Jonathan Irons, Gründer und CEO von Atlas International, dem privaten Militärunternehmen, das ihn am Ende schließlich zur Strecke brachte, diesen Hades. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben getan, wozu keine Regierung in der Lage war. Danke, Wendy, aber die wahren Helden sind die Männer und Frauen von Atlas. Ihr Erfolg diese Woche macht mich sehr stolz. Die Vereinten Nationen wollen Ihnen angeblich einen Posten im Sicherheitsrat anbieten. Sehen Sie sich in der Politik? Tja, ich bin ein Mann der Tat. Also, nein. Aber sehen Sie sich Neubagdad an. Vor 40 Jahren sind wir mit eingezogenem Schwanz aus dem Irak abgerückt und hinterließen eine Ruine. Jetzt ist der Ort ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Effizienz über Bürokratie steht. Die letzten 4 Jahre liefen grandios für Sie. Nach den KVA-Angriffen wurde Atlas zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und Sie kontrollieren nun das größte stehende Militär der Welt. Was also sind Ihre nächsten Pläne? Bin mal gespannt. Wie fühlt es sich an, ein Held zu sein? Lass es dir nicht zu Kopf. Gideon, Mitchell, ich muss euch sehen. Sofort. Ilona, was ist los? Wir treffen uns in Wartungsraum 6A. Kommt nur ihr beide. Okay, sind unterwegs. Bin gespannt, was sie von uns will. Jetzt dicke Action haben. Sieht doch schick aus. Guten Tag, Sir. Kaum zu glauben, das ist. Vor 2 Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. Und jetzt blüht die Stadt auf. Dank uns. Ja, sieht sehr schick aus. Das Echo-Team hat gestern eine weitere KVA-Zelle eliminiert. Das Netzwerk ist bald entwirrt. Hades war der Schlüssel. Der Welt gehen die Schurken aus, mein Freund. Du solltest dich auf den Ruhestand vorbereiten. Ja, die letzte Mission war wirklich scheiße, ey. Ich hoffe, dass die hier besser wird. Aber schauen wir mal. Das ist es. Was, jemand, dass ihr hier seid? Nein, was genau? Der Codierer verschafft uns ein paar. Ach, die Alter. Mit meinem Hart synchronisieren. Ich zeig euch was. Was zur Hölle soll das denn Seht alles? Seht einfach zu. Das ist Irons, mit dem geretteten Technologen. Der Typ aus dem Fluss? Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA plant einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen sie zuschlagen? Seattle, Paris, Tokio. Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge, alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Scheiße. Er wusste es. Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das her? Hades. Bevor er starb, hat er es uns gegeben. Wir wissen, dass es war echt mit ist. Unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas.
Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort. Ah! Boah, Hammer, geil. Ja, ja, aus Freunde werden Feinde. Wir haben alles gesehen. Was gesehen? Sie wussten von den Angriffen. All diese Unschuldigen. Das war eine gefälschte Aufnahme eines Terroristen. Sie sind verrückt. Ein Monster. Ich bin enttäuscht von dir. Du hättest alles haben können. Haltet sie hier, bis die Reporter weg sind. Gideon? Ja, Sir. Gideon! Du hast es doch gesehen. Oh Mann. Es ist gefälscht. Er hat sich entschieden. Ja, schöne Kacke, ey. Gefälscht, nicht gefälscht. Bleib, wo du bist! Hör zu, wir haben das Exosystem gehackt. Vertraut mir. In 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann rennt los. Ja, da hatte ich ihn auch in der Hecke. Los, jetzt! Wir müssen hier raus. Sofort. Ja, ach nee, warte, wo ich hin will. Zum Fahrstuhl. Wer sind Sie? Nur ein Freund. Weiter. Prophet, die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert. Wir können die Flüchtigen nicht abfangen. Wir brauchen diese Türen, verdammt. Endstation. Moment. Ihr müsst zum Dach klettern. Wir brauchen den Magnetgriff. Sie aktivieren einen Drohnenschwarm. Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. Da oben sind wir gefangen. Vertraut mir. Schwarm, weg! Ui, boah, Alter. Ey, noch mehr geht nicht, mal. Wir müssen von diesem Schwarm weg, sofort! Hierüber! Oh, Verzeihung, Leute. Ah. Oh. Ich überbrücke die Tore. Lauft über das Dach und springt über das Geländer. Wir sind hier im 4. Stock. Na los. Ja, spring einfach. Genau vor euch. Weiter! Oh, Seepferdchen haben wir ja. Also können wir eine Runde schwimmen. War nicht lange tauchen. So, und hoch. Los, schieb, drück, schieb, drück. Jetzt? Ihr müsst es über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Kriegen wir schon hin. Ne? Keine Bewegung! Auf den Boden! Auf die Knie! Sofort! Sie treiben die Zivilisten zusammen. Wir haben nicht viel Zeit. Dadurch. Runter zur Straße. Atlas 1, wir haben die Flüchtigen in der Altstadt eingekesselt. Wo wurde es entdeckt? In Deckung! Atlas-Einheiten nähern sich. Oh, ich bin einer. Thank you.
Box wartet ein Boot. Aufräumen hier. Kann ja witzig werden. Bereite den Kletterhaken vor. Den wirst du noch brauchen. Den Kanal runter in Richtung des Geschäftszentrums. Wir werden von Drohnen verfolgt. Scheiß mal auf die Drohnen, ey. Tauch unter diesen Booten durch. War selber, ey. Oh, weiter kann ich fahren. Nimm die Rampe! Ja, mega. Los, los! Raketenerfassung! Tauchen! Raketenerfassung! Ja, ist doch gut, ey. Angriff! Tauchen! Ich kann mal einen Löffel lernen. Weiter! Mehr Raketen! Ich bin hier schon auf dem Grund, ey. Ihr seid gleich da! Wo sind wir gleich? Was seht ihr dann? Na, durch. Was ist hier dann? Achtung! Was denn gerade hier? Schon. Haben wir erstmal eingepackt. Bitte, Idona, könnt ihr mich hören? Ihr müsst weiter. Alles in Ordnung? Könnt ihr weiter? Ja, das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Der Evakuierungspunkt liegt über euch, oben im Gebäude. Wie sollen wir darauf kommen? Setzt den Haken ein. Mitchell, hier drüben können wir den Haken einsetzen. Ja. Okay. Noch ein Punkt für den Kletterhaken über uns. Wo ist der Scheißhaken? Ja. Weiter nach oben! Feinde hinter die Kette! Feindkontakt! In Deckung! Ich hab los, ey. Scheiße. Ich hab ihn kritisiert.
So schlank kann er auch irgendwie nicht. Fast geschafft. Kletter mit dem Haken den Turm rauf. Weiter nach oben. Mit dem Haken auf den Vorsprung. Wir brauchen den Magnetgriff. Rauf auf die Hochbrücke. Fallen lassen und über die Hochbrücke. Feinde hinter den Paletten. Kommt da. Zwei Uhr. Über die Hochbrücke. Er ist getroffen. Hm, du auch. Ich sehe Aktivität. Rüber. Vorsichtig! Ist klar, Alter. Los, los! Weiter! Spring, Mitchell! Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Wardert! Wie geht's weiter, Boss? Nicht schießen! Wenn das mit eins nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht! Atlas 1, wie ist Ihr Status? Wo bleibt die Action? Das Dach ist frei, kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung! Rein da! Jetzt! Wartet, Watcher? Oh, ist ja scheiße. Ne, fand ich gar nicht gerade toll. Ich hab ein bisschen mehr Action erwartet. Zwei Punkte, wo können wir die reinsetzen? Ja, hier eine Taktik. Nur dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Missionen werden besser. Okay, haut da rein. Bis dann.